Nein! Ah, die hat natürlich... Ah, ein Kaffee. Oh. Wo ist der? Wo ist der Mistkerl? Du nichts, Freundchen. Was hatte der für eine Waffe? Keine Ahnung. Ich glaube, die wollen mich gerade nicht in die Hall of Heroes lassen. Schade. Hall of Heroes, bis auf Weiteres geschlossen. Dann müssen wir nicht Schlange stehen. Ach, jetzt ist sie offen. Gerade eben war es noch zu. Sing Loblieder für den Songbird. Dafür, dass er der Beschützer des Landes ist. Bei alten Bioshock Teilen hat man so ein Schild angeschaut. Dann wurde es automatisch übersetzt. Stimmt etwas nicht? Nein, nein, geht schon. Was war denn jetzt los? Ich muss das Ding wieder zum Laufen kriegen. Ja, ein bisschen hacken. Geht schon. Was kommt jetzt? Kommt der Zecken? Oh, eine Biene. Ich hasse diese Viecher. Oh Mann, dann erschlag sie. Nein, sie sticht mich. Elizabeth. Ich habe eine bessere Idee. Was war das? Öffne einen Riss. Scheiße. What the fuck? Was ist das? Das ist ein Riss. In meinem Turm habe ich ständig welche geöffnet. Was ist ein Riss? Sowas wie ein Fenster. Ein Fenster zu einer anderen Welt. Meistens sind diese Welten stinklangweilig. Ein andersfarbiges Handtuch oder Tee statt Kaffee. Aber manchmal sehe ich was Tolles. Und das ziehe ich dann raus. Hier. Grundgütiger. Du hast da wohl nicht zufällig ein Luftschiff da drin? Ich glaube nicht. Aber da... Da ist etwas, das ich... Oh oh. Ein Songbird. Schließ ihn. Ein Songbird. Ich versuch's ja. Schließ ihn. Wow. Wow. Ich weiß ja nicht, was ich da gerade gesehen habe, aber mir kam's vor wie der kürzeste Weg in den Tod. Aber ich könnte helfen. Ich komme sehr gut allein zurecht. Glaub mir. Bitte, ganz wie Sie meinen. Die kann da einfach so mal Spalte öffnen. Gen Himmel beugte Comstock das Knie und sah in seiner Prophetie ein Eden schweben dort im Dunst. Von der Welt verleugnet, doch mit des Himmels Gunst. Er kann reimen. Dieser und blöd rumschleimen. Ja, er kann nicht gut reimen. Weiß er selbst, danke. Ah, ich will. Okay. Ich will Munition für die Schrotflinte nehmen, obwohl ich keine Schrotflinte habe. Guter Plan. Hallo, Kollege. Nimm dies. Ach, die geht ins Männerklo. Ja, das ist ja eine Elisabeth, oder was? So sieht das aus. Ja, hat sie jetzt was oder nicht? Ah, ein Portemonnaie liegt da. Ich glaube, die habe ich gerade beim Geschäft geschafft. Boah, jetzt hatte sie gerade ein Medikit. Perfekt getimt. Schrotflinte, nö. Gibt da irgendwas Interessantes? Leben? Vielleicht. Das heißt so, als wäre ich halb tot. Gehen wir mal Fairness halber ins Damenklo. Muss ja sein. Liegt hier irgendwo was? Scanner aktiviert. Nichts gefunden. Lämmer waren wir schon. Von da kommen wir. Und dahin gehen wir. Was ist denn dahinter? Da komme ich nicht rein so. Da muss es einen anderen Weg geben. Ah, Bock in der Bock.
Wow, was kommt jetzt? Pferdehände. Press to launch your enemies. Drücken, um den Feinde in die Luft zu schicken. Halten und loslassen, um eine eruptive Falle zu erzeugen. Drücke rechte Maustaste und schieße Gegner in die Luft. Halte rechte Maustaste gedrückt und lass die Taste wieder los, um eine bockende Bronco-Falle aufzustellen. Gegner in der Luft erleiden größeren Schaden. Okay, warte mal. Ich darf trotzdem das Feuerding drinnen lassen. Ah, ein bisschen Salz. Ah, lecker Salz. Ich bräuchte hier Hilfe. Das wird nicht lange dauern. Mach du mal. So. Die hat Fähigkeiten. Au, 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 au. Ganz ruhig, Elisabeth. Elisabeth. Bah! Aber jetzt nicht getroffen, oder? Ah, toll. Ja, reicht doch. Mensch. Macht hier einen Aufstand. Was sind wir denn hier? Benötigt 5 Lockpicks. Wo kriege ich die her? Ich habe Geld gefunden. Hier. Boah, wenn das jetzt ewig so weitergeht, könnte das nur nervig werden. Ein Karabiner. Oh, cool. Cool. Boah, toll. Jetzt habe ich hier einen Tresor und kann den nicht drauf machen. Ah, Kleidung, neue Stiefel. Wenn du einen Gegner von einer Skyline aus tötest, hast du eine 15%ige Chance auf kurze Unverwundbarkeit. Habe ich schon Stiefel? Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Ein Müsli. Mal. Ah, ein Audiolog. Ich war 40 Jahre lang Soldat. Und jedes heidnische Land, in dem ich war, hat seitdem weniger Einwohner. Ich habe nie einen bestimmten Gegner gehasst. Bis jetzt, Comstock. Er stellt meine Kämpfe als Mummenschanz dar und geriert sich selbst als strahlender Held. Ich habe ihn damit konfrontiert und er degradierte mich. Dieser Mann hat niemals die brutale Fratze des Krieges gesehen. Bis jetzt. Das wird er doch bereuen. Aber zuerst Washington, was hast du zu sagen? Fremdes Heer nimmt Vater Comstock sein Gewehr und stürzt sich mitten in die Schlacht zu schützen Columbia vor Feindesmacht. Ich glaube, das war die gleiche wie vorhin, oder? Warte mal, warte mal. Ah, ein Karabiner. Wow, wow. Hey, Junge. Und oben ist er. Komm schon, jawohl. Mit dem lasst ihr kämpfen. Kopfschuss. Schön. War doch einer. Kopfschuss! Oh. Eine Krähe. Was ist eine Krähe? Ach so, ein Krähengegner. Aber nicht, dass du mir jetzt runterfällst. Wow. Ja. Danke. Guter Plan. Oh. Bleib mir vom Hals, du Mist. Du Mistkerl, du. Ich glaube, der Erdbeben-Ding ist der. Ist das effektiver gegen den. Okay, wenn ich so drüber nachdenke, diese Risse können schon nützlich sein, wenn es wieder mal eng wird. Naja,
Es muss aber ein Riss da sein, damit ich ihn nutzen kann. Ich kann die nicht einfach machen. Und was sagt die jetzt? Und gerade eben im Lift war ernsthaft einfach so ein Riss. So mal eben ein Dimensionsriss. Ist ja nichts. Was gibt's denn hier überhaupt? Nichts. Wer ist dieser Betrüger, dieser Scharlatan, dieser Schlangenöl-Schacherer? Was ihr heute erlebt habt, Genossen, war erst der Anfang. Zachary Comstock wird uns. Ich komme mal fast nicht zum Mitreden, weil irgendwie dauernd irgendwo ein Ton läuft. Ich glaube, hier haben sie eine ordentliche Party gefeiert. Sieht zumindest so aus. Schrotflintenmunition ist voll. Einladend, oder? Da soll sie dies auch noch beklagen, dass ich einen umgebracht habe. Wir erhielten einen Tipp, dass im Fellow Traveler geschmuggelte Waffen versteckt wären. Wir haben nichts gefunden, aber komisch. Unter den Bodendielen stießen wir auf ein paar alte Uniformen aus dem Krieg. Wir rätselten, wie die dorthin kamen, aber... Wer ist da? Sind Sie straight, ja? Sir! Die Waffen weg! Hast du das gehört, Comstock? Da, eine Chiffre. Eine Geheimbotschaft der Vox Populi. Du bist doch die Oberkodeknackerin, was heißt das? Keine Ahnung. Hier müsste irgendwo ein Codebuch sein. Elizabeth kann Chiffren entschlüsseln, die geheime Vox Populi-Kammern verbergen. Finde die Chiffre und das dazugehörige Codebuch, um verborgene Schätze zu finden. Und wo? Es wäre schön, wenn man beim ersten Mal das ein bisschen einfacher hat, damit man weiß, nach was man suchen muss. Weiß nichts. Hätte ja sein können. Mehr Geld. Hier, Mr. DeWitt. Ach, schon wieder. Die kann aber Geld suchen. Ja, liegt da was? Ein Lockpick. Zumindest etwas. Dann zurück. War da drüben noch ein Geschützen? War das einzige. Ja toll, und wo kriege ich jetzt das Codebook her? Der Hall of Heroes wurde eingestellt. Anscheinend wegen der Sache mit diesem Mann, diesem Slate. Naja, ich schätze, wir können diese Skylines nehmen. Wir müssen nur diese Ladung da wegkriegen. Ja, zuerst aber erstmal durchschauen. Hier gibt's ja noch genug zu finden. Da, mein Turm. Ist nur fair, wenn die mir einen Anteil am Profit überlassen, oder? Ja, genau. Nimm mir mit. Komm, als Erinnerung. Lecker. Waffenaufbesserungen. Was gibt's denn hier? Das war aber keine Panzerfaust, oder? Nehmen wir mal einen Schadensboost für das... Maschinengewehr. So. Und, Präzisionsgewehr, cool. Und eine Streuung verringern. Nee. Rest passt schon. Aber ein bisschen Geld kann nicht schaden. Ich bin wieder reich. Ich fühle mich auf einmal so bedeutend mit dem Geld. Schachtel Schokolade. Boah, drei Stück. Ich würde gerne mal hier so ein paar Lockpicks finden. Gibt's irgendwie verdammt wenig. Ja, nicht klar, dass man die jetzt nicht so einfach herumstreut, aber. Brauchen wir Geld?
Was ist das hier? Ein Lockpick.